Einer wie Kruse, Max Kruse. So einer kommt nicht einfach zu den Unionern nach Berlin. So einer tritt auf. Und so einer polarisiert. Und was habe ich heute bekommen? Zum Morgen eine schöne Fanpost. Max Kruse, du gehirnloses menschliches Wesen, verpiss dich aus unserem Verein. So einen schwachsinnigen Spieler gab es noch nie bei Union. Also geh freiwillig, bevor wir dich aus dem Stadion jagen. Einen wie Kruse wirft so etwas natürlich nicht um. Dafür läuft es auch viel zu gut. 6 Tore, 5 Assists. Der Trainer tritt auf die Bremse. Ich muss aber auch sagen, wurde sehr gut freigespielt. Also es braucht immer noch die Unterstützung seiner Mitspieler. Soll wohl heißen, Union, das ist nicht allein Kruse. Und auf die Bremse muss man ab und zu schon gehen bei einem Typen wie Max Kruse. War okay? Bestzeit? Geboren in Rheinbeck, östlich von Hamburg, spielte Kruse als Jugendlicher beim SC 4 und Marschlande. Dann der ersehnte Sprung ins Profigeschäft. Werder Bremen, FC St. Pauli, SC Freiburg und dann inzwischen als Nationalspieler Borussia Mönchengladbach. Führungsspieler, auch beim VfL Wolfsburg. Dann die vielbeachtete Rückkehr zu Werder Bremen. Lebenslang grün-weiß, ich glaube, es spricht einiges dafür. Es kam ja bekanntlich anders. Trotz seiner sportlich durchaus erfolgreichen Zeit in Bremen. Kruse, der plötzlich gestrandet zu sein schien bei Fenerbahce Istanbul. Kruse, der trotz seiner Ecken und Kanten stets das übliche Klischee des Profifußballers erfüllte. Mit den überschaubaren Interessen schöne Frauen, Zocken auf der Konsole oder mit Pokerkarten und natürlich auffällige vor PS strotzende Sportwagen. Ich würde mich nicht unter die Normalos einordnen, sondern eher schon als sehr extravaganten Typ. Und mit dieser Attitüde, begleitet von ein paar Eskapaden, hatte der inzwischen 32-Jährige immer einen schweren Stand bei Bundestrainer Löw, flog aus dem Kader für die WM 14 und war auch bei der EM 16 nicht dabei. Max Kruse hat sicherlich mal einen Denkzettel erhalten. Doch im Grunde war es mehr. Der unangepasste Kruse passte einfach nicht in Löws Schema. Ich habe nie gesagt, dass seine Karriere in der Nationalmannschaft zu Ende ist. So gesehen spricht also nichts dagegen, dass Kruse vielleicht doch noch ein großes Turnier spielt. Denn einen Stürmer wie ihn, einen, der sich nicht versteckt, wenn es eng wird, könnte man brauchen in der Nationalelf. Einen echten Typen, einen wie Max Kruse.